Beschreiben Sie Backups als Instrument der Datensicherung. Noch einmal zur Erinnerung, Datensicherung bedeutet, die Daten vor Verlust zu schützen, während Datenschutz bedeutet, die Daten vor Missbrauch zu schützen. Ja, Datensicherung bedeutet Schutz vor Verlust. Und das Grundprinzip haben wir uns in einem der letzten Videos angeschaut. Das ist die Redundanz. Redundanz, Überflüssigkeit, ja, im Sinne von Fülle. Man erzeugt also die Daten doppelt und dreifach. Und wenn man das in Form von Backups macht, dann bedeutet das eine Sicherungskopie. Eine Sicherungskopie von Originaldaten. Und das geschieht meistens automatisch. Ja, automatisch zu bestimmten Zeitpunkten oft, oder manche Unternehmen lassen das auch nachts machen, während sie selber die Daten nicht verändern. Und da wird also automatisch eine Sicherungskopie überspielt. Also die Daten werden auf die Sicherungskopie überspielt. Dieses Backup ist dann in der Regel eine externe Festplatte. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.